Welche Lebensmittel eignen sich eigentlich optimal für die Fettverbrennung, also effektiv zum Abnehmen? Hi, ich bin die Annika von Let's Do Fit. Ich arbeite als Ernährungs- und Gesundheitsberaterin und heute möchte ich dir in diesem Video meine drei Top-Abnehm-Lebensmittel zeigen, die du perfekt in deinen Abnehmweg mit einbauen kannst. Ich würde sagen, wir machen das Video jetzt heute mal nicht so lang und wir legen direkt los. Der erste Punkt oder das erste Lebensmittel ist Flohsamenschalen. Vielleicht hast du noch nie was von Flohsamenschalen gehört und zwar ist es eine Ballaststoffbombe. Vielleicht hast du schon mal gehört, Ballaststoffe sind sehr, sehr gesund, sind gesund für unseren Darm, aber haben auch einen positiven Einfluss, was das Thema Gewichtsabnahme angeht. Vielleicht sind es jetzt keine Lebensmittel, die explizit die Fettverbrennung anregen, aber sie haben sehr viele positive Eigenschaften, was das Thema Abnehmen angeht. Und zwar zum einen halten sie unseren Blutzuckerspiegel flach. Das ist sehr, sehr zielführend, wenn wir abnehmen möchten, weil wenn wir einen hohen Blutzuckerspiegel haben, haben wir auch einen hohen Insulinspiegel. Und Insulin wird eher als aufbauendes Hormon oder wird als aufbauendes Hormon bezeichnet, was auch Fettgewebe, also Fettdepots aufbauen kann. Das möchten wir natürlich beim Abnehmen unbedingt vermeiden. Zudem ist es sehr, sehr gesund für unseren Darmflora, also für unseren Darm. Ein gesunder Darm ist auch sehr, sehr wichtig, damit unsere Lebensmittel richtig verdaut werden können. Und ein weiterer positiver Effekt ist, dass Ballaststoffe einen unglaublich satt halten. Flohsamenschalen sind die mit Abstand Top-Reiter unter den Ballaststoffen. Und zwar haben sie auf 100 Gramm 80 Gramm Ballaststoffe. Also wirklich unglaublich. Ich kenne kein Lebensmittel, das mehr Ballaststoffe hat. Falls ihr da andere Lebensmittel noch kennt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, ob ihr da noch mal so eine Ballaststoffbombe kennt. Lebensmittel Nummer 2 sind Gurken. Jeder, der mich schon länger verfolgt, weiß, ich habe tatsächlich eine Gurkenphobie. Ich liebe Gemüse, ich esse auch sehr viel Gemüse. Aber ich weiß nicht genau warum, aber Gurken, da kraut es mir ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz empfehle ich trotzdem all meinen Kunden auch mal Gurken zu essen, weil Gurken haben eine sehr, sehr positive Eigenschaft und zwar haben sie eine sehr hohe Thermogenese. Das bedeutet so viel wie, du isst die Gurke, aber dein Körper benötigt allein für die Verstoffwechslung mehr Kalorien, als die Gurke quasi letztendlich hat. Das heißt, es ist ein unglaublicher Booster, sage ich mal, was das Thema Fettverbrennung angeht. Und zudem besteht sie aus einem großen Anteil an Wasser, was natürlich sehr, sehr förderlich ist. Lebensmittel Nummer 3 sind Chilis oder generell scharfes Essen, starke Gewürze. Wenn wir scharf essen, dann produziert unser Körper Wärme und Wärme bedeutet auch ein höherer Energieverbrauch, also ein höherer Kalorienverbrauch. Das heißt, du kannst auch in deine Ernährung besonders scharfes Essen einbauen, wenn du das natürlich magst. Wenn du das nicht magst, dann lass es bitte. Man sollte sich auf gar keinen Fall zu irgendwas quälen. Oder man kann auch sehr gut mit verschiedenen Gewürzen arbeiten. Die sind zudem auch sehr, sehr gesund. Es waren jetzt nur 3 Lebensmittel. Es gibt natürlich eine unzählige Anzahl von Lebensmitteln, die sehr gesund sind und auch die für die Gewichtsabnahme sehr, sehr gut sind. Aber was ich häufig beobachte, ist, dass ein großer Fehler ist, wenn Leute abnehmen möchten, was ich auch von meinen Kunden erfahren habe, dass man sich immer auf das Thema fokussiert, welche Lebensmittel sollte ich einbauen, welche Lebensmittel sollte ich strikt vermeiden. Aber was viel, viel wichtiger ist, ist, dass wir uns nährstoffreich satt essen und uns damit auch extrem wohlfühlen. Wenn wir uns sehr, sehr stressen, dann bringt es uns nichts, wenn wir Flohsamenschalen einbauen, wenn wir Gurken essen und wenn wir Chilis essen. Weil Abnehmen ist etwas Langfristiges. Es ist eine langfristige Ernährungsumstellung, die auch genügend Freiraum haben sollte für Flexibilität. Das heißt, nur weil jetzt zum Beispiel eine Torte ungesund ist und auch, ja, wir wissen es alle, nicht top ist, was das Thema Abnehmen angeht, kann es trotzdem völlig in Ordnung sein, wenn man mal ein Stück Kuchen isst. Das ist überhaupt gar kein Thema. Und so sieht es auch bei ganz, ganz vielen Lebensmitteln aus. Viel wichtiger ist, wie gesagt, wie dieses Grundgerüst aussieht, also wie von Grund auf die Ernährung aussieht. Deswegen ganz wichtig, stress dich nicht und tu dich wirklich nicht in die kleinsten Details da verirren und wirklich nur den Hauptfokus drauflegen, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, weil das artet dann meistens entweder in Punktezählen aus, in Kalorienzählen aus, in strenge Verbote aus, was dann irgendwann mal die Ursache hat, dass man das Ganze nicht langfristig umsetzt und einfach nach ein paar Wochen komplett aufhört.
wenn du möchtest, dass wir uns deine aktuelle Situation mal anschauen, das heißt, wo du aktuell stehst, wie deine Alltagssituation aussieht, was deine Ziele sind, dann kannst du dich auch gerne bei mir für ein kostenloses Erstberatungsgespräch eintragen. Das Ganze ist kostenlos und unverbindlich, weil viele schon mal nachgefragt haben, ob das kostenlose Erstgespräch was kostet. Nein, sonst würde es nicht so heißen. Genau, trag dich ein. Ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bleib gesund, tu was dafür. Bis dann.